Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Mein Name ist Robert Witoschek. Ich bin auch vom Music Pool Berlin Mitbegründer und nebenberuflich sozusagen auch noch Leiter der Noisy Academy in Berlin-Friedrichshain. In beiden Funktionen oder in beiden Jobs bin ich sozusagen für Weiterbildung im Musikbereich tätig. Beim Music Pool Berlin organisiere ich die ganzen Workshops und Seminarveranstaltungen, die wir dort rund um die eben genannten Themen, also alles zum Thema Professionalisierung im Musik-Business-Bereich anbieten, während wir bei Noisy Academy eher so die technisch-kreativen Aspekte des Musikerdaseins beleuchten, also digitale Musikproduktion, Songwriting, Komposition, Live-Performing und so weiter. Genau, und da in beiden Bereichen natürlich der Begriff DIY uns immer häufiger unterkommt und Musikerinnen, Musikschaffende weithin sich mit diesen Fragestellungen muss ich mich auf all meine eigenen Beine stellen und versuchen, meine Karriere selbst in die Hand zu nehmen, oder gibt es jemanden, der nur auf mich wartet und alles für mich übernimmt? Da immer mehr Leute sich diesen Fragen gestellt sehen, haben wir jetzt ein kleines Panel diesbezüglich veranstaltet, wo wir einfach mal ein paar Akteure eingeladen haben aus verschiedenen Segmenten des Musikbusiness, die einerseits diese Fragestellungen auf Basis ihrer erfolgreichen Erfahrungen mal beleuchten werden und euch da diesbezüglich auch ein paar Tipps und Anekdötchen zum Besten geben werden. Im Anschluss haben wir dann hier hinten an den Stehtischen noch ein paar Akteure eingeladen, die wiederum Dienstleistungen anbieten, die es Musikschaffenden in verschiedenen Musikbusiness-Segmenten erleichtern sollen, sozusagen DIY-mäßig gedacht, ihre Karriere und ihr Business voranzutreiben. Genau, also vielleicht nochmal so inhaltlich zur Einführung. DIY, ich erinnere mich noch an meine Anfänge im Musikbereich, das war in den 90er Jahren, in irgendwelchen Schrammel-, Punk- und Hardcore-Bands. Damals stand DIY wirklich noch so als politisches Statement, so als Abkehr von der Kommerzialisierung im Musikbusiness. Es war wirklich, man hat sich was darauf eingebildet, DIY zu sein und unabhängig von diesen kommerziell geprägten Musikstrukturen. Wogegen ich heute eher den gegenteiligen Eindruck habe, DIY ist eher etwas, wozu man heutzutage beinahe schon gezwungen wird, denn durch die Digitalisierung der Musikwelt einerseits ist natürlich die Versorgungsstruktur für den Musiker oder die Musikschaffenden nicht mehr so stark ausgeprägt. Es ist wesentlich schwerer, ein Label zu finden, eine Booking-Agentur zu finden, die auch bereit sind, einen dann nicht nur ideell, sondern auch finanziell zu unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es immer mehr gute Produktionen im Musikbereich. Jeder kann mit Hilfe von Tools, von Produktions- und Marketing-Tools seine Musik im Internet veröffentlichen. Und auch da ist es wichtig, bestimmte Denkstrukturen und Professionalisierungswege einzuschlagen, um wirklich auch nachhaltig aus diesem Meer an guten Angeboten und Musikprodukten auch wirklich hervorzustechen und da auch nachhaltig langfristig eine Karriere aufzubauen. Und genau, ob das möglich ist, wie das möglich ist und welche Wege man dabei gehen kann, das werden uns heute unsere vier Panelisten ein bisschen erläutern. Dazu möchte ich unsere Gäste jetzt mal auf die Bühne bitten. Da haben wir vielleicht Ladies First, einmal Melissa Perales. Melissa, also die Akteure werden sich alle nochmal selbst vorstellen, aber vielleicht nur ganz kurz. Melissa ist auch beim Music Pool Berlin als Beraterin und Mitbegründerin beschäftigt, aber ist auch bei All Together Now beschäftigt und hat mit M Soundtrack auch eine eigene Veranstaltungs- und Booking-Reihe in Berlin, wo ganz viele Konzerte maßgeblich im Schokoladen organisiert werden, aber auch mit Veranstalterin des Torstraßenfestivals. Die Reihe ist noch ewig fortsetzbar, das wird Melissa vielleicht selbst gleich nochmal ein bisschen ergänzen. Genau, dann vielleicht einen weit hergereisten Gast aus Hamburg City, Lars Leverenz von dem tollen Elektro-Punk-Label Audio Lead Records. Willkommen. Genau, dann vielleicht, Geld spielt natürlich auch mal eine große Rolle im Musikbereich. Crowdfunding als Vertreter der amerikanischen Plattform Indiegogo. Haben wir hier Konrad Lauten, Experten zum Thema Crowdfunding. Und last but not least Sebastian, der ebenfalls unter anderem auch bei Music Pool Berlin beschäftigt ist, aber auch hauptberuflich bei Paper and Iron Booking sich
eben Booking, Konzert- und Tourbooking für nationale und internationale, maßgeblich Indie- und Folkbands, glaube ich, wenn ich das richtig zusammengefasst habe, kümmert. Genau, und diese vier Akteure werden euch gleich mal ein paar Informationen und Einblicke ermöglichen. Und ja, vielleicht fangen wir einfach mit einer kurzen Vorstellungsrunde an, dass jeder einfach mal kurz sagt, wer ihr seid, was ihr macht. Genau, dazu mit diesem Mikrofon bitte. Hello, hi, this is strange, because I can't hear myself. But my name is Melissa. Ah, soll ich auf Deutsch dann erstmal? Ja, vielleicht dann besser. Ich heiße Melissa Perales und ich wohne in Lauter. Ja, Berlin, also du musst Kopfhörer haben. Ja. seit ungefähr 17 Jahren und habe ich in Berlin angefangen, Konzerte und Filmfestivals zu machen, also organisatorische Sachen. Und bin ich eigentlich seit 94 so ständig nur in dem Musikbereich beschäftigt. Ich arbeite an meiner eigenen Reihe, wo ich Schokoladen angefangen, deswegen meine DIY-Background fängt also in einem kleinen Laden an und mag ich immer noch viel Konzerte im Schokoladen und auch in verschiedenen Läden in Berlin. Also ich bin auch mit Robert, wie gesagt, so im Musikpool Berlin, also als Founding-Member und hoffentlich nächstes Jahr auch mit in the Beraterpool und was noch? Oh ja, yeah, der Torstraßenfestival, was hier gerade letzte Wochenende passiert ist. Okay. Schönen guten Tag, mein Name ist Lars Leverenz, ich komme aus Hamburg. Ja, Applaus für Melissa übrigens nochmal, bitte. Sehr gut. Genau, mein Name ist Lars Leverenz, ich komme aus Hamburg. Ich betreibe seit 1993 das Independent Label Audiolied, was 93 stimmt überhaupt gar nicht, voller Quatsch. Seit 2003 das Label aus meinem Wohnzimmer heraus angefangen, um die Musik meiner Freunde herauszubringen. Und mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, so 11 Jahre am Start und haben eine große Firma, eine GmbH, die 6 Festangestellte haben. Wir bedecken die Geschäftsbereiche ab, Label, Verlag, Booking und Merchandise. Und ja, eigentlich haben wir einfach nur angefangen, mit unseren Freunden zu arbeiten. So hatten eigentlich nie die Idee, beziehungsweise war das nie der Ausblick, dass wir irgendwann nochmal Geld verdienen. Das ist irgendwie so passiert und jetzt haben wir so eine kleine Firma und eine Marke und keiner weiß irgendwie, woher das eigentlich kommt. Ich glaube, wir machen einfach einen guten Job und haben Bock drauf, was wir machen und das, was wir lieben, ist die Musik, sind die Menschen und ja, jetzt sitze ich hier und spreche so zu netten Leuten wie euch, die sich das anhören. Super, vielen Dank, dass ihr hier seid. Hallo, mein Name ist Konrad Lauten. Ein Plattenlabel hatte ich auch mal, das war wahrhaftig so 1993, nee, ich glaube 95, aber das war nur ungefähr ein Jahr lang und dann haben wir es wieder sein gelassen, weil ich, ja, ich habe DIY, wenn man das jetzt hier so nennen möchte, eigentlich immer getan, bis vor einem halben Jahr. Seitdem arbeite ich für eine Firma, das erste Mal seit 25 Jahren, dass ich überhaupt für jemanden arbeite, der nicht meine Freunde und ich sind. Zwischendurch habe ich die Bar 25 mitgemacht, habe mein eigenes Crowdfunding-Portal gegründet und habe in dem Bereich halt sehr viel gearbeitet, viele Veranstaltungen gemacht in den 90ern und 2000er und bin jetzt seit einem halben Jahr eben in einer Struktur drin, die auch ganz spannend ist, die mir sehr viel Freiheit lässt, weil ich bin ja hier und die Firma ist ein paar tausend Kilometer entfernt, also ich bin immer noch alleine, aber arbeite an dem Thema Crowdfunding und betreue Leute hier vor Ort und bin immer noch eben sehr frei in meiner Arbeit. Danke. Hallo, ich bin Sebastian Hoffmann, arbeite auch bei Musicpool Berlin als Orientierungsberater, aber eigentlich in verschiedenen Funktionen in Berlin unterwegs als lokaler Veranstalter, auch wie Melissa im Schokoladen mit einer Veranstaltungsreihe einmal im Monat. Bin Co-Kurator des Down by the River Festivals, was auch mal in der Bar 25 stattgefunden hat, inzwischen im About Blank, genau, und bin Booking-Agent für eine Handvoll Bands bei dem Kollektiv Paper and Iron Booking in Berlin und genau, und wir stehen uns eigentlich alle in verschiedensten Funktionen in so einer Mittelzone, wahrscheinlich zwischen DIY und Pseudo-Professionalisierung. Die Vorstellung. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit dem Thema DIY. Was bedeutet eigentlich für euch DIY? Wie würdet ihr auf Basis eurer Erfahrung und Selbstdefinition diesen Begriff umschreiben? Was
Was sind so die wichtigen Aspekte des DIY-Daseins? Ich fange mal einfach an. Also was du vorhin schon in der Einführung gesagt hast, fand ich eigentlich sehr wichtig, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich der Begriff unglaublich gewandelt hat in den letzten 10, 20 Jahren. Von einem Begriff, der ja aus der Punk-Szene kommt, der das Loslösen von der Musikindustrie bedeutet und vor allem eben im Kollektiv zu arbeiten, mit Freunden in kleinen Netzwerken und so Mikrokosmose, Mikroszenen zu schaffen, die so ein bisschen ein Außen außerhalb der großen Musikindustrie bedeutet. Und inzwischen habe ich leider das Gefühl, dass mit DIY inzwischen fast sowas wie so eine Art neoliberale Selbstoptimierungsstrategie verstanden wird. Das heißt, du musst dich als Künstler, das Credo ist so, du musst alles selber machen, du brauchst kein Label mehr, alles läuft übers Internet und so weiter und so fort. Und dem würde ich eigentlich hier ganz gerne vehement widersprechen, weil ich glaube, dass es sowohl DIY-Booking-Agenturen gibt, DIY-Labels, DIY-Crowdsourcing-Plattformen, DIY-Veranstalter und so weiter und so fort, die alle eben nach bestimmten Strukturen arbeiten, deren Ziel eben nicht die Profitmaximierung ist, sondern eben ein anderes Ziel. Das kann ein politisches Ziel sein, wie zum Beispiel eine queere Reihe, eine feministische Reihe, eine linke Reihe etc. etc. oder eben einfach zum Ziel haben, Kultur zu verbreiten zu wollen, also vor allem jetzt kleine Veranstalter in kleineren Städten und so, die ja sagen, okay, wir arbeiten mit Selbstausbeutungsprinzipien, aber wir machen das gerne, das ist für uns ein Hobby und wir arbeiten eben mit DIY-Strukturen in dem Sinne von, dass wir allen Künstlern fair begegnen wollen, dass wir faire Gagen zahlen wollen und dass wir eben andere Ziele haben, als nur so viel Geld scheffeln wie möglich. Ja, für mich ist das erstmal ein Begriff aus dem Baubereich. Do-it-yourself ist ein Handwerker. Ich habe das jetzt das erste Mal in dem Zusammenhang überhaupt damit verbunden, mit dem, was ich die letzten 20 Jahre in Berlin gemacht habe. Für mich gab es bisher DIY nicht in dem Bereich Veranstaltungen, Musik, sondern eben halt in dem, was wir zum Beispiel eben in der Bar 25 gemacht haben. Da haben wir halt den ganzen Kram einfach selber aufgebaut, so wie wir Bock hatten und haben dann halt irgendwann einen Kulturbetrieb draus gebaut. Und für mich ist die Struktur eher die, mit Freunden gemeinsam ein Projekt zu machen, was dann vielleicht auch irgendwann erfolgreich ist. Vielleicht wie bei meinem Plattenlabel dann auch nach einem Jahr wieder eingestellt wird, weil man nach 3 Releases einfach merkt, dass Geld jetzt nicht reinkommt und dass es auch nicht so abhebt, der Inhalt interessant war und schön, aber man damit auch wieder aufhören kann. Das ist für mich der Vorteil daran, dass man sich selber entscheiden kann, schnell entscheiden kann, was man machen möchte oder was man eben auch sein lässt. Das ist halt so der Vorteil des Selbstständigen, bisschen auch Kommune-Gedankens. Also ich habe dann in solchen Zusammenhängen eher so gearbeitet, dass wir halt gemeinsam entschieden haben, gemeinsam Geld ausgegeben haben, gemeinsam auch unsinnig Geld ausgegeben haben und Spaß dabei gehabt haben und uns bestenfalls auch zu einer Struktur entwickelt haben, mit der noch mehr Leute auch ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Und das ist jetzt zum Beispiel bei dem Projekt Holzmarkt ganz gut zu sehen. Das ist ja aus genau so etwas gewachsen. Das ist immer noch ein sehr chaotischer Haufen, der aber ein großartiges Konzept auf die Beine gestellt hat, was eben auf Grundlage der Arbeit, die wir halt bis 2010 in der Bar 25 gemacht haben. Des Weiteren ist natürlich das, was ich jetzt dann im Anschluss daran an diesen Kulturbetrieb gemacht habe, ist Crowdfunding. Natürlich auch genau eine Basis dafür, sich selbst auszubeuten, sich dann aber auch damit auch zu finanzieren und bekannt zu machen. Also das war für mich halt eine logische Konsequenz daraus, dass ich halt vorher 15, 20 Jahre lang immer Geld eingesammelt habe, mit Freunden gemeinsam Projekte gemacht habe und das dann eben halt professionalisiert habe und das über Crowdfunding sowohl vom Inhalt her verbreiten kann mittlerweile, als auch finanzieren und eine Community aufbauen aus einer Nische heraus oder eben halt eine Nische damit definieren oder eben auch einen breiten Markt damit erreichen, wenn man da die richtigen Ansprechpartner dafür hat. Genau, erstmal soweit. Wow, habt ihr lange geredet, Alter. Hammerhart, Alter. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Ich unterschreibe erstmal alles, würde ich sagen. Aber ich glaube, für mich bedeutet es eigentlich auch, selbstbestimmt halt einfach zu arbeiten, einfach das zu machen, worauf man Bock hat und halt nicht fremdbestimmt, weil irgendjemand einem irgendwie ein bisschen Geld in die Tasche drückt, so einfach das zu machen, worauf man Bock hat, auch gerne arbeiten zu gehen. Ich stehe halt morgens gerne auf, auch wenn es halt irgendwie stressig, chaotisch und irgendwie nervig ist, so. Auch wenn man verkatert ist, dies, das. Aber ich glaube, man hat auch irgendwie so, also ich komme halt aus so einer, ich bin antifaschistisch erzogen, meine Eltern haben Mucke gemacht, meine Eltern sind Lehrer, ich komme einfach aus so einer Sozialisation, wo das schon auch immer
befürwortet wurde, mach einfach, worauf du Bock hast. Meine Eltern haben nie gesagt, mach eine Banklehre, mach dies, das, du musst eine Karriere anstreben. Die haben immer an mich geglaubt, so, obwohl es manchmal auch total hirnlos schien, was man halt so gemacht hat, so, oder keine Aussicht auf irgendwie Erfolg hatte. Und darum geht es eigentlich auch ein bisschen so, die Leute halt drin zu bestärken, irgendwie an die Utopien und an die Visionen zu glauben und einfach daran weiterzuarbeiten, ohne dass jetzt der Profit oder das Geld, ich meine, klar, ist cool, wenn man irgendwann Geld verdient und sein Hobby zum Beruf machen kann, so. Aber das sollte, ich finde immer so, wenn Leute sagen, ja, geil, Musikindustrie, dies, das, ballaballa, so, ja, dann kommen die halt so einem 80er-Jahre-Ding hinterher, wo halt irgendwie so nur das Geld irgendwie aus dem Fenster geworfen wurde, so, ne, und irgendwie diese ganze Rockstar-Scheiße gibt mir auf den Senkel, so, wir sind irgendwie alle, also finde ich halt so, man muss halt von Auge zu Auge mit den Leuten halt irgendwie labern und irgendwie der Künstler ist nicht besser, nur weil er ein gutes Lied geschrieben hat, so. Und ich glaube, das ist so, so mein, was heißt Credo oder meine, das ist auch ein bisschen so Lebenseinstellung, so, deshalb sind wir, glaube ich, als Audiolied auf eine Art und Weise auch so unberechenbar geblieben oder sind wir so, dass wir einfach das machen können, worauf wir Bock haben und auch teilweise einfach auch anderen Leuten vor den Kopf stoßen. So. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eine politische Stellung halt bezieht und das Maul aufmacht gegen Sachen, die halt irgendwie gesamtgesellschaftlich, politisch, dies, das halt irgendwie falsch laufen. So. Dass man auch irgendwie, was heißt Macht, hört sich ein bisschen doof an, aber dass man die Kraft, die man halt auch mit seinen Freunden entwickelt, auch für gute Sachen halt nutzt und nicht halt sich irgendwie nur die Tasche voll Geld zu stopfen. So. Ja, also DIY, weil ich so viele Jahre, seit eigentlich so 98 bin in der Kollektiv Schokoladen und da bin ich gelandet, weil ich habe, ich komme aus Chicago und habe Film studiert und bin nach Berlin gekommen und habe ich hier erlebt, was ich nicht in Chicago erlebt habe, so diesen Zusammenarbeit von Leuten so mit einem Ziel, vielleicht nicht alle das gleiche Ziel, aber so die Richtung und wo man etwas so irgendwie eine Welt, eine Mikrokosmos oder sowas aufbauen kann, aber auch von außen Leute einladen. Und das war für mich sehr, I don't know the word, to be like awakened for meine so amerikanische Augen. Also das war sehr schön, hier zu sein und das mitzumachen. Und in Schokoladen habe ich die Möglichkeit, mit Konzerten zu experimentieren, dass ich dann Leute einladen kann, was also keine, also vorher so große Fanbase haben und vielleicht ihr erstes Konzert entweder vom Ausland oder vom Inland machen, wo ich nur Bock habe, weil das super Musik ist. Und das kann man mit in einem DIY-Kontext machen, in ein Professional, mein Professional Leben. An anderer Seite, wo ich Konzerte in einem großen Leben mache, muss ich immer sehen, was haben sie für Fanbase, wie viele Leute, wie viele Tickets kann ich verkaufen. Es ist eine total andere Welt und ich bin eigentlich mit einem Fuß in beiden, aber ich freue mich immer, so im Schokoladen ein Konzert zu machen, weil da ist, wo ich wirklich diese Feelings haben, wo ich dann angefangen habe und die Leute können also direkt mit ihrer Lieblingsband oder vielleicht ihre neue Lieblingsband oder so nachher so abhängen mit dem Künstler und in einer Welt, wo Leute zusammen, kann man schon sehen, dass man Leute zusammen etwas machen und das macht mich dann Spaß, also irgendwie eine DIY-Idee. Ja, wie wir sehen, der DIY-Gedanke ist immer noch sehr stark von so einer ideologischen, aber auch emotionalen Seite aufgeladen. Es geht, wie man hier in den vier Ausführungen ganz schön gehört hat, es geht darum, ein bisschen seinen Traum zu verwirklichen, sich von niemandem reinreden zu lassen, aber auch vielleicht einfach auch mal seine Mission, seine Weltanschauung auch so ein bisschen unbeeinflusst einwirken zu lassen. Nun heißt aber das heutige Panel in DIY-Strukturen professionell arbeiten. Ich fand diesen Begriff, was war da für ein Balla-Balla-Kram, ganz witzig. Ne? Also DIY wird möglicherweise, wenn wir so eine Fragestellung haben, in DIY-Strukturen professionell arbeiten, impliziert das ja, dass Professionalität und DIY-Strukturen vielleicht irgendwo auch im Widerspruch zueinander stehen. An diesen vier Beispielen sehen wir, ihr alle vier habt wirklich einen ganz klaren Background in diesem Bereich und seid alle so in den jeweiligen Bereichen mehr oder weniger immer noch DIY-mäßig tätig oder tragt sicherlich diesen Spirit weiterhin in euch. Wie sieht das dann in der Realität aus? In welcher Hinsicht hat euch diese DIY-Arbeits- und Denkweise bei der jetzigen Tätigkeit und Existenz
weitergeholfen? Wo habt ihr daraus Vorteile ziehen können? Und wo, an welcher Stelle war das für euch eher hinderlich, wo ihr gemerkt habt, puh, so wie ich das früher in meiner Konzertgruppe gemacht habe oder meinen selbstorganisierten Festivals, so läuft das im Business leider nicht. Also könnt ihr dazu ein bisschen was erläutern? Ich fange mal wieder an einfach. Also im Bereich Booking würde ich sagen, dass es ja so zwei verschiedene Welten gibt. Einmal gibt es ja diese internationale Booking-Welt, wo dann meistens der Hauptagent in London sitzt und der hat dann verschiedene Subagenten in den verschiedenen Ländern und er sagt dann zum Beispiel dem Subagenten in Deutschland, du, wir brauchen jetzt mal 3 Shows in Hamburg, Berlin, Köln und die müssen in diesen Orten sein und so weiter und so fort. Das heißt, der Booking-Agent ist dann reiner Dienstleister, der irgendwie die Vorgaben des Labels oder wem auch immer der Musikindustrie erfüllt. Ich mag nicht so arbeiten, deshalb verweigere ich mich diesen Leuten, diesen Deals und diesen Künstlern, weil ich arbeite sehr gerne mit den Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, persönlich zusammen. Das sind eben auch meistens Freundschaftsbeziehungen, die dann zu einer Arbeitsbeziehung werden. Und ich mag eben vor allem gerne an Orte gehen, wo viele andere Bands eben nicht hingehen. Also gerade zum Beispiel kleinere Orte, wo es ganz, ganz tolle Veranstalter gibt. Und ich glaube, ihr habt auch mal so eine tolle Tour gemacht im Audiolied in Ostdeutschland, viele kleine Jugendzentren und sowas. Und ich finde es toll, dass man eben auch so ein bisschen weggeht von den Zentren der Musik, ein bisschen weggeht von so auch eigentlich so Showcase-Veranstaltungen wie hier der Berlin Music Week irgendwie, weil letztendlich halte ich das für nachhaltiger, ich halte das für besser, wenn sich eine Band langsam eine Fangemeinde aufbauen kann in verschiedenen Städten, verschiedenen Orten, verschiedenen Ländern und eben nicht sofort sagt, wir sind die Geilsten, sondern sich erstmal ein bisschen mit den Respekt erstmal erspielen sollte und so weiter und so fort. Und genau, also ich finde es so ein bisschen schade immer, wenn alles so ein bisschen von oben runter dirigiert wird im Bereich Booking. Und natürlich muss eine Band Zeit haben, die muss Geld haben, das irgendwie machen zu können und so. Aber ich finde es halt irgendwie schade. Also ich sehe halt ganz viele Bands, die sind halt irgendwie ein Jahr der große Hype, der Hot Shit und so, werden dann durch alle europäischen Festivals gejagt und ein Jahr später sind sie nicht mehr da. Und ich glaube, dass da irgendwie die eine Do-it-yourself-Herangehensweise ein bisschen eher von unten anstelle von oben nach unten da viel, viel nachhaltiger ist, viel, viel realistischer ist, was auch für eine langjährige Aufbauarbeit vielleicht für eine Band wichtig ist. Ich habe das in dem Bereich Veranstaltungsorganisation immer wieder gemerkt, dass wir mit unserer Herangehensweise, dass wir die Sachen machen, weil sie uns Spaß machen, sie dann aber trotzdem so professionell machen, dass es im vorderen Bereich, also da, wo die Bühne ist, keiner merkt, dass wir einfach eigentlich nur Hochstapler sind und so tun, als ob wir das können, was wir machen, und es deswegen aber auch gut können, weil wir uns da in das, was erledigt werden muss, einfach gut reindenken können. Also wir sind alle keine, wir haben also in diesen Gruppen, in denen ich gearbeitet habe, nie Leute dabei gehabt, die irgendwie eine Tontechniker-Ausbildung oder eine Lichtausbildung oder irgendwas gehabt haben. Wir haben niemanden gehabt, der irgendwie im Gastgewerbe irgendeine Ausbildung gemacht hat. Wir haben einfach Sachen gemacht, die uns Spaß gemacht haben und das kam einfach gut an. Und dabei haben wir eine Menge gelernt. Irgendwann haben wir auch Leute dabei gehabt, die irgendwie eine Ausbildung gemacht haben bei uns dann und von uns gelernt haben. Also das sind alles immer Strukturen gewesen, die darauf hingearbeitet haben, damit natürlich auch immer mal Geld zu verdienen, aber eigentlich haben wir es ja nur gemacht, damit wir das Erlebnis konstruieren, was wir gerne haben wollen. Und damit kann man erfolgreich sein, kann man wahrscheinlich auch nicht. Wir haben auch Rückschläge gehabt natürlich, aber jetzt im Moment merke ich halt, dass ich in einer Firma arbeite, die halt für jeden Bereich einen eigenen Mitarbeiter hat, die aber eben in San Francisco wohnen, deswegen bin ich halt hier dann auf meine eigenen Füße gestellt und kann diese ganzen Bereiche dann wiederum mit denen besprechen und muss trotzdem darauf reagieren und Generalist sein. Und das ist das, was mir eigentlich auch Spaß macht, eben nicht mich in diese Bereiche, in einen Bereich festlegen zu müssen, sondern all das machen zu können, was ich die letzten Jahre gemacht habe und weiter damit zu arbeiten. Aber das, wo es herkommt, ist halt einfach der Gedanke, dass man mit Leuten das gemeinsam macht, die dann ihre Profession oder ihren künstlerischen Ausdruck darin finden, dass sie ihren Spaß zum Beruf machen und dann bestenfalls auch aus einer DIY-Struktur heraus auch dann Aufträge generieren, die für Unternehmen sind, die das eigentlich gar nicht
so wollen, die eigentlich eher einen Angestellten haben wollen, aber die merken, dass sie mit so Leuten, die aus diesen Zusammenhängen kommen, gut arbeiten können, weil die halt meistens weiterdenken und das gesamte Bild sehen und nicht nur den kleinen Bereich, für den sie da angestellt sind. Ja. Das hört sich immer so an, so nach Spaß, dies, das, so, ne? Aber ich glaube, in allererster Linie ist es auch so, dass es ja kein Hexenwerk ist, eine Platte zu pressen oder ein Konzert zu veranstalten, oder es ist ja kein irgendwo so hehrer, so ein Goldtopf, der irgendwie am Ende des Regenbogens irgendwie liegt, wo das gesamte Wissen drin ist, was irgendwie jemand irgendwie gehortet hat. So. Ich habe eigentlich auch nur von anderen Leuten gelernt. So, ne? Als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich halt irgendwie zum Beispiel, ich komme aus Hamburg, gibt es das Label Grand Hotel von Kleef, habe ich die halt gefragt, ey, wo presst du deine Platte so? Dann überlegt so, okay, wo machen wir ein Konzert? Fragen wir den Kollegen, dies, das. Also es geht auch viel darum, einfach zu teilen so und irgendwie nicht irgendwie was, keine Ahnung, man ist jetzt irgendwas Besseres oder was Tolleres, keine Ahnung. Das ist einfach, hat was, glaube ich, mit normalem Menschenverstand vielleicht auch zu tun, dass man so ist, wie man ist, wo man herkommt so. Und ich glaube auch, das ist auch Stichwort Ausbeutung, dass man einfach das gerne macht, was man tut so. Aber auch irgendwann so auf sich aufpassen muss, dass man das halt nicht irgendwie, dass man den Körper so doll schadet, dass man das nicht mehr machen kann, was man halt macht. Und es ist halt auch, klar, hier viel Feierei, dies, das, lalala, aber trotzdem bin ich immer noch Fan davon, dass die Leute halt auch im Kopf gesund bleiben. So, ne? Dass man halt irgendwie, also wie du halt schon sagst, man schickt dann irgendwie so, eine Band hat irgendwie 200 Tage im Jahr auf Tour so und dann kommen die wieder und dann kannst du erstmal gleich einen Psychologen bestellen, so, weil die alle kaputt sind. So. Also darum geht es halt irgendwie auch so, finde ich. Einfach ja, organisch, gesund weiterzumachen, das, was man macht, so, und halt es auch zu teilen. So, und dann hat man schon viel geschafft und ist halt nicht irgendwie in der Sklavenarbeit. Also klar, es muss auch, gibt auch Leute, die einfach ihren Job hassen. So. Ich habe die luxuriöse Weise, luxuriös entschieden, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann, weil halt auch Leute den Scheiß gekauft haben, die mir hergestellt haben, die Leute, die zum Konzerten gekommen sind. So. Und deshalb bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass, dafür was ich machen kann mit meinen Freunden, weil es da draußen Leute gibt, die halt ähnlich ticken so, die halt ihr Geld auch für ausgeben und dass man halt einfach sagen kann, man geht halt gerne zur Arbeit und man buckelt nicht halt für irgendeinen großen Konzern so und irgendwie, keine Ahnung, hasst halt eigentlich seinen Job so. Und das ist halt, was ich auch damals nie wollte, wie, keine Ahnung, wie man in der Schule war so. Wenn du jetzt 20 Jahre später guckst, was machen deine Klassenkameraden, Kameradinnen so, keine Ahnung, ja toll, haben ein dickes Haus so, haben eine dicke Karre, haben ein paar Kinder, alles schön und gut, aber sie hassen eigentlich ihren Job. So. Sie gehen jeden Morgen hin und hassen es einfach nur so. Und klar, ich hasse meinen Job auch manchmal. Es gibt auch Sachen, die sind irgendwie nervig so, aber dafür muss man dann auch einfach Leute fragen, die sich vielleicht Bock haben, mit Excel-Tabellen und Zahlen auseinanderzusetzen. Das ist ja, ich sage, jeder muss auch mal den Müll runterbringen. Ne? Also es gibt keine Scheißarbeit so. Ne? So. Yeah, I would have to say, like everyone here has said, also gesagt, was ich auch so erlebt haben und auch so denken. Also also mehr für mich zu professional Richtung zu kommen, habe ich das nur durch die Leute, dass ich mir gearbeitet hat. Also die wissen, also ich habe so auch als Booking, also als Promoter angefangen, nur weil ich Musik liebe und nicht weil ich das studiert habe. Und ich habe eigentlich Film studiert, also. Und aber ich finde das also mit den Jahren, deswegen bin ich in so Organisationen wie All Together Now und jetzt Musicpool auch mitgegründet hat, weil ich mit anderen Leuten arbeiten, das auch so andere Wissen, das ich habe, und dann kann ich dann weitermachen, was ich dann auch liebe und nicht also zu viel Gedanken machen an die anderen Sachen, was ich nicht gut kann. Was ist viel, also. und ja, also das Spaß haben und trotzdem professional Arbeit abgeben und ja. Okay. Also wie man sieht, DIY bedeutet leidenschaftlich, Leidenschaft, Authentizität, Community, Spaß, seinen Traum verwirklichen, aber natürlich auch den einen oder anderen Rückschlag hinnehmen müssen, lange arbeiten, bis man sein Ziel erreicht hat und auch mal sehen müssen, dass der ein oder andere Traum vielleicht mal wie eine Seifenblase zerplatzt. Trotzdem, ich sehe gerade das Schild, wir haben noch 10 Minuten, wir müssen uns ein bisschen kurz fassen, aber vielleicht vor diesem Hintergrund, was ihr jetzt so an positiven und zum Teil auch ein bisschen möglicherweise desillusionierenden Aspekten beleuchtet habt. All diese Leute, die hier sitzen, haben möglicherweise ein Interesse daran, selbst eine Existenz zu gründen, ihr Musikprojekt voranzubringen und wahrscheinlich das auch unter Nutzung von DIY-Denkweisen, Strukturen.
Habt ihr da vielleicht noch zum Abschluss ein paar ermunternde Worte, irgendwas, was man den Leuten mitgeben kann, dass sie wirklich auch ja, bei der Stange bleiben und sich nicht vom ersten Rückschlag umblasen lassen? Naja, ich wollte nochmal zurückgehen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit dieser neuen Besetzung des Begriffs DIY. Und in den USA ist es ja inzwischen so weit, dass die Leute wirklich mit DIY nur noch dieses blöde Selbstoptimierungsding verstehen und den Begriff teilweise ersetzt haben durch DIT, Do It Together. Und das wäre eigentlich auch mein Tipp an alle, macht's zusammen, schart euch ein schönes Kollektiv um euch rum, weil alleine geht's einfach nicht. Und sucht euch Leute, die ähnlich ticken wie ihr, die ähnliche Interessen haben, die auf ähnliche Sachen stehen, weil es gibt für jeden Scheiß gibt's ein Publikum, für jede Nische gibt's coole Leute und so. Und genau, also eher, wie gesagt, organisch aufbauen von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Da kann ich jetzt ganz platt einfach den Claim rausgeben, den die Firma, für die ich gerade arbeite, hat. Der ist Together Do Anything. Das schreiben sie überall drunter und das ist ja, das beschreibt das. Man kann sich eine Community in einer Nische oder größer halt zurechtbauen. Egal, ob das jetzt irgendwie über Crowdfunding oder sonst irgendwas ist, aber es geht einfach darum, dass man diese Nische gemeinsam mit anderen Leuten definiert und an ihr arbeitet und die kommuniziert und Rückschläge gibt es immer. Also da ist jetzt keine, da muss man halt niemandem sagen, dass er Rückschläge irgendwie einstecken soll. Das ist einfach normal und man wird immer sich daran weiterentwickeln, was man für Fehler gemacht hat und an den Fehlern lernen. Da habe ich jetzt keine wirklichen Ratschläge, das ist mir auch etwas zu platt und zu weit gefasst, aber das Gemeinsame, da gebe ich dir total recht, ist auf jeden Fall das Wichtigste. Do it yourself mag eben dann im Handwerkerbereich funktionieren, selbst da brauchen wir meistens noch eine helfende Hand. Ich weiß gar nicht, ob das von der Autofirma Toyota kommt, aber nichts ist möglich. Also ein dummer Spruch halt, aber nichts ist möglich oder nichts ist unmöglich, einfach, also, weißt du, nichts ist möglich oder irgendwie so halt, ne? Ich glaube auch, was immer wichtig ist, ne, einfach rumspinnen, Hirngespinste, lieber 1000 Ideen, irgendwie mal rumspinnen und einfach versuchen so, 10 Sachen klappen vielleicht, 90 Sachen nicht, so einfach auch dran glauben und einfach machen so, ne? Das ist, also auch die Leute bestärken, einfach auch mal total Hirngespinste halt durchziehen, weil das ist einfach auch, ich meine, kreativ, dies, das, hört sich immer so abgegessen an, aber eigentlich glaube ich, das ist auch alles, was, worauf alle Bock haben, ne? Irgendwas zu machen, was die Leute halt auch flasht, so, ne? Und halt nicht immer wieder alles nochmal zu kopieren, weil es irgendwie gut lief, so, ne? Sich irgendwie selbst reflektieren, sich selbst auch mal scheiße finden und auch die Fehler eingestehen und Sachen halt wieder kaputt machen und wieder halt nochmal zusammen puzzeln, so. Und einfach, glaube ich, einfach an Visionen und Utopien halt einfach auch glauben so und andere Leute halt dran bestärken. So. Ja, I guess it's, also es ist ein bisschen schwierig jetzt nach den drei etwas zu sagen, weil es ist eigentlich immer das Gleiche. Ja, also es ist, ja, es ist jemand, das also auch so hier sitzt und auch also nichts, also richtig fertig gelernt haben, aber so viel Markt und viele Leute hilft. Also das ist für mich, also wo die Richtung, wo ich also komme, wäre ich dann denke, ich kann nichts machen, dann helfe ich andere Leute, das zu machen. Und das ist für mich, also in das DIY-Welt zu leben, also hilft und auch so, dass ich dann nicht denken an das Geld, aber so mehr so, wie ich das so mein Leben leben kann und auch Leute, andere Leute helfen kann und ja, also genau, Sachen zusammen machen, also find a community. Also Community für mich ist also eigentlich on top of the list. Und dann, ja, genau, that's it. Ja, vielen Dank euch allen. Leider musste der Sebastian schon ein bisschen früher abdüsen, weil er gleich noch bei einem anderen Panel gebraucht wird. Aber ja, Melissa, Lars, Konrad und Sebastian, vielen, vielen Dank. Ich glaube, so als Fazit, glaubt an euch. Ihr seid nicht alleine, do it together statt DIY ist vielleicht eins der wichtigsten Schlüsselwörter sozusagen zum Abschluss dieses Panels und dass ihr nicht alleine seid, das ist jetzt nochmal eine ganz gute Überleitung, denn wir haben jetzt auch nochmal ein paar weitere Gäste hier für dieses Panel, die im Grunde genommen ja,
da stehen. Das sind vier verschiedene Plattformanbieter, Dienstleister, die euch eben helfen auf dem Weg in die Professionalisierung, eure DIY-Projekte und Strukturen mit Hilfe von verschiedenen Tools sozusagen voranzubringen. Da haben wir zum Beispiel die Firma Centric mit der Christina, die euch da zur Verfügung steht. Centric ist ein Dienstleister, der euch hilft, eure Verlagsinteressen und Rechte weltweit wahrzunehmen. Dann haben wir daneben Melino Label Management. Die machen im Grunde genommen all das für euch, was ein Label machen würde, beraten euch aber auch, wenn ihr selber ein Label gründen möchtet oder geben verschiedene Dienstleistungen und Hilfestellungen in diesem Kontext. Dann haben wir Kevin von Lizar, der steht da zusammen mit dem Jorin. Also Lizar ist im Grunde genommen eine Plattform, die euch als Musiker hilft, eure Musik direkt an eure Fans zu verkaufen und zu streamen. Im Unterschied zu anderen Plattformen ist es aber so, dass ihr auch wirklich nicht einfach nur in die Anonymität des Internet sozusagen eure Musik hineinstrahlt, sondern ihr bekommt auch wirklich den direkten Kontakt zu den Fans. Ihr könnt also Communities aufbauen, mit den Fans interagieren, kommunizieren und. Und last but not least den Jorin von RecordJet, was wiederum eine Plattform ist, die euch hilft, auch ohne Label eure Musik auf den gängigen Plattformen Beatport, iTunes und Konsorten zu veröffentlichen. Und ja, ich kann euch nur ermutigen, sprecht diese Leute an. Ihr könnt sie mit Fragen löchern und euch einfach mal informieren, was für tolle Produkte und Tools da in der Welt so für euch zur Verfügung stehen. Und ja, vielen Dank für das Interesse. Bleibt am Ball, zieht's durch und wir hoffen, euch bald wieder zu sehen und von euren erfolgreichen Projekten zu hören. Vielen Dank und macht's gut. Viel Spaß noch.